Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy's The Division 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses... Jetzt wollte ich gerade nukleares Killerprojekt sagen, aber das ist ja schon Fallout. Ich meine natürlich das von einem Virus befallene Projekt aus dem vermüllten Straßen Washington DCs. Und heute ist es mal wieder soweit. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor, denn wir wollen uns heute diesem Haupteinsatz widmen. Zack. Richtet sich im Luft- und Raumfahrtmuseum ein. Wir müssen sie von dort vertreiben. Kurz und bündig, finde ich super, ne? Wir waren zwar schon mal im Air und Space Museum, ne? Aber mit dem Black Tusk wird das sicherlich noch ein ganz anderer Schnack hier werden. Also auf und danach mal gucken, wie weit wir kommen. Danach hätte ich sogar noch eine kleine Überraschung für euch, aber mal gucken. Wir schauen erstmal, wie weit wir hier zu Potte kommen. Ja, wir spielen übrigens gerade mit einem M60 Classic, das hatten wir schon mal gehabt. Aber noch nicht mit diesen Attributen. Also so stark hatten wir das M60 noch nicht in Aktion gesehen gehabt hier in meinem Spieldurchlauf. Und darüber hinaus mit einem SRS. Warte, ich muss jetzt nochmal nachgucken. SRS. SRS. Covered SRS Scharfschützengewehr. Toi, toi, toi. Ich hoffe auf eine gute Konstellation. Und da drüben ist es schon. Aber wir haben ja erstmal hier was zu tun, sehe ich gerade. Nein, die sind von uns. Mensch, das ist ja super. Ihr seid ziemlich gechillt. Dafür, dass hier gerade überall geschossen und explodiert wird. Kann ich das aufmachen? Ja. Nice, nehme ich mit. Vielleicht nochmal alles nachladen. Ist schon perfekt. Ich habe sogar ein bisschen Spezialmuni für unser TAC 50. Scharfschützengewehr. Eine zuverlässige Waffe, sofern man Munition für diese hat. Und hier geht's auch schon los. Noch auf dem Schwierigkeitsgrad normal, aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich diese Mission einmal auf normal abschließen und danach kann ich dann hier wie bei den anderen Hauptmissionen mit G den Schwierigkeitsgrad wechseln. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wobei, allein schon der Story-Schwierigkeitsgrad im Invasion-Modus, also mit dem Black Tusk Task, ist schon relativ herausfordernd. Egal, wir wollen loslegen. Einfach hier rein, ne? Hier bereits Fuß gefasst. Es wird nicht einfach, sie wieder zu vertreiben. Oh oh. Vorsichtig, ein Scharfschütze. Und wir sind alleine. In dieser Position sollte ich nicht mein Geschütz aufbauen. Vielleicht bekomme ich es ja hier um die Ecke geworfen, so halb. Hier auf den Zaun, das wäre ganz nett. Nett, ja, das reicht mir, das reicht mir. So, Scharfschütze, wo ist er? Wo ist der Scharfschütze hin? Gerade habe ich ihn noch gesehen gehabt. Jetzt ist er weg. Hm, na gut, dann Wassermarsch. PS, neue Aufnahme, neues Glück. War ein langes Wochenende, ich muss mich erstmal wieder einspielen. Aber das wird schon. Vorsicht, oh, Vorsicht, oh, 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 die Killerdrohne aus der Hölle. Die muss direkt über ihn explodieren, ich erinnere mich. Nein, die Killerdrohne, die explodiert und das ist nicht cool. Da ist sie, da fliegt sie. Oh, ein Glück habe ich dieses Geschütz. Gerade so für die launige Einspielphase ist das schon nicht verkehrt. Wow! Alter Schwede. Haben wir ein Glück, dass diese Granaten in diesem Spiel oder dass Granaten generell in diesem Spiel physikalisch fragwürdig langsam fliegen. Aber schon in Ordnung. Stopp, nein! Ah, das war jetzt nicht so cool, oder? Das hätte ich mal lieber mit einem vollen Magazin machen sollen. Ach nee, ist trotzdem. Es gilt trotzdem, die nächsten 30 Schuss sind Explosivmuni, wenn ich das hier richtig erkennen kann, oder Elektromuni, eins von beidem. Gut, da wäre sicherlich das Scharfschützengewehr die bessere Wahl gewesen, aber... Jetzt muss ich erstmal auf den ganzen Trubel hier zurechtkommen. Dann mal los. Erste Halle erreichen. Huhu. Oh, der Dicke. Der Dicke, der macht mir ein bisschen Angst. Na, 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 auf seinen Rucksack. Den Rucksack, Mann. Oh, der ist viel zu stark. Ich weiß, ich krieg gerade Treffer ab. Aber dass ich den Dicken hier eliminiere, war mir wichtig. Vorsichtig. Wow.
heilen. Da ist so ein Killerbot. Ein Killerbot aus der Hölle. So eine Killerkatze. Also ich weiß nicht, entweder Hund oder Katze. Eins von beidem. Oder Gnu. Kann auch ein Gnu sein. Damit kriegen wir ihn nicht. Damit kriegen wir ihn nicht. Wir brauchen unsere Tag. Am besten gehen wir mal kurz hier rüber. Weil Sichtfeld ist verdammt wichtig. Ja. Vielleicht noch eine Granate, ne? Hast du Bock auf eine Granate? Ich würde schon gerne wissen, wo ich die hinwerfe. Na, hier ist ein Winkel. Ich habe ihn gerade gesehen. Na, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ach komm schon, echt jetzt? Genau, komm mal ein Stückchen nochmal raus, mein Freund. Ja. Ich gehe mal ein bisschen ran. Du stehst aber auch wieder sehr perfekt, mein Freund. Wirklich sehr perfekt. Aber so treffe ich dich wenigstens. Wow, EMP, EMP, EMP. System unterbrochen. Ist immer, ne? Ich glaube, das ist immer. Egal wie weit weg wir von dem Killer-Gnu sind, kriegen wir den EMP ab, wenn das Ding dann explodiert. Da haben wir alles. Sieht gut aus. Ich werde auch langsam wach. Ist noch sehr früh am Morgen. Und direkt auch noch nach dem Wochenende noch. Wow. Tragbares elektronisches Gerät. Ich sag ja, es war viel zu entspannt das Wochenende. Da muss ich erstmal wieder mein Aiming auspacken. Logistik. Antoine Ridgway trifft sich mit Präsident Mendez wegen der Ergreifung von Quarantänemaßnahmen. Mr. Vice President, Sie wollten mich sprechen? Colonel, schön, Sie persönlich zu sehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Zu Ihren Diensten, Sir. Ich sage es ganz... Was war denn das jetzt bitte? Nur weil ich die Kiste geöffnet habe oder weil ich den nächsten Teilbereich betreten hatte? Eine Sekunde bitte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo sind die Sammelsachen? Bei Soziales, ne? Ne, bei Fortschritt, genau. Sammeln, sammeln, sammeln. Wo war denn das? Sammelobjekte. Funksprüche. Anton Ridgway. Da. Quarantänemaßnahmen. Bitte abspielen. Mr. Vice President, Sie wollten mich sprechen? Colonel, schön, Sie persönlich zu sehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Zu Ihren Diensten, Sir. Ich sage es ganz offen. Wenn wir den Ausbruch nicht schnell unter Kontrolle bekommen, werden wir das nicht überleben. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Gut, dann werden Sie verstehen, dass ich eine zwangsweise Quarantäne für die Sie empfehle. Das wird nicht jedem gefallen. Aber ist es möglich? Nicht ohne Widerstand, aber... Lokales Netzwerk erkannt. Okay. Überprüfen Sie alle Terminals und Laptops, die Sie finden. Je mehr wir über die Black Tasks wissen, desto besser können wir reagieren. Nicht die beste Position. Wir müssen die Situation auf jeden Fall schon mal ernst nehmen. Die Black Tasks sind kein Kinderspiel. Es wird langsam ernst in diesem Spiel. Und ich muss mich zusammenreißen. Und danach müssen wir natürlich auch noch... den Audiolog zu Ende hören. So, ihr kriegt erstmal schön die Killerdrohne ab, meine Freunde. Und noch eine Granate hinterher. Eat this! Geronimo! Krieg ist die Hölle! Killerdrohne, Killerdrohne, schön immer über eurem Ursprungs Motivator explodieren. Das wäre eine tolle Sache. Da ist wieder, und da ist wieder unser Freund. Das digitale Gnu aus der Hölle. Bam. Wie viel haben wir noch? Noch einen. Lebensfunktionen kritisch. Er hat mich erwischt, ne? Es hat mich erwischt. Das flauschige Killer-Gnu. Und schon wieder meine Systeme sind gestört. Das ist meine Vermutung. Immer. Egal in welcher Entfernung wir zum Killer-Gnu stehen, wenn es explodiert, kriegen wir den EMP ab. Asymmetrisches Verschlüsselungsprotokoll erkannt. Installiere Backdoor. Ich hoffe, wir bekommen was Interessantes zu sehen. Mist. Boah, schon wieder ein Gnu. Weg, weg, weg.
Ist hier noch einer? Nee. Alles cool. Gucken wir uns. Wow, da kommt noch einer, da kommt noch einer! Schön! 75% abgeschlossen. Terminal von außen begrenzt. Mist, das Terminal wurde abgeschnitten. Wow! Wow, die Drohne, ne? Von Tag zu Tag liebe ich sie mehr. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich verpasse. Nach so ein bisschen Eingewöhnungszeit macht die sich echt ganz gut. Also man muss quasi den Zielschlauch erstmal richtig verstanden haben. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, wie so vieles andere auch, aber jetzt, ne? Was lange währt, wird gut. Wir können weiter, ne? Zugang zum Planetarium verschaffen. Auf haben wir alles. Spezialmuni haben wir auch noch. Warum muss das Aufbauen von dem Tag so lange dauern? Ich pack mal mein Geschütz ein. Ne, wir haben wirklich alles. Ne? Ich kann weiter. Dann mal zum Planetarium. Also ich habe die erste Hauptmission hier im Museum. Im Luft- und Raumfahrtmuseum habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Vor allem wegen dem Marsraum. Mal gucken, ob es den hier auch gibt. Ach ja, hier ist schon wieder... Der nächste Funkspruch, den anderen hören wir uns später an. Funksprüche Profil Anton Ridgway. Kriegsgericht. Anton Ridgway verteidigt sich vor dem Kriegstribunal. Komm, was Sie getan haben, war grausam. Sie waren nicht dort, General. Sie haben es nicht gesehen. Ach, verschonen Sie mich damit. Es ist leicht, von einem Bundesbüro aus ein Urteil zu fällen. Oder an einem Kriegsgericht. So wie ich das sehe. Hatten Sie die Verantwortung für diese Leute? Ich hatte die Verantwortung. Wow! Hey! Von wo? Von da oben? Schweine, ihr! Das hat richtig wehgetan. Krieg ich da eine Granate hin? Na, vielleicht so ein bisschen? Nee. Lass hier alles explodieren, mein Freund. Ich komm da nicht durch, Mann. Durch diese olle. Dieses olle Blech, ich glaube mit der Tag 50 geht das. Da guckt er schon dein Bein raus. Ach, das funktioniert. Sehr schön. Physikalisch fragwürdig. Mal wieder. Again. Okay, ich glaube, ich brauche das Geschütz hier gar nicht aufbauen. Oh. Hey. Okay, ich muss mich mal aufladen. Bitte keine Granate, ganz kurz, keine Granate, das wäre super. Oh. Killerdrohne ist auch nicht viel cooler. Ich baue einfach das Geschütz auf. Hauptsache irgendwo oben drauf. Ach, damn. Ich glaube, ja, ich muss auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Gib ihm! Nein! Halte den Gegner an! Hey, unterwegs! Drohne im Anflug! Wo? Wo ist die Drohne? Wo ist die hässliche Drohne? Oh, der belebt alle wieder, der Sack. Uhu!
Gib ihm! Oh Gott. Und das stockt jetzt schon. Nach dem ersten Drittel der Mission. Ich sag ja. Selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind die Haupteinsätze im Invasion-Modus. Ne, auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit wert. Haben wir alles nachgeladen? Nicht ganz. Geschütz einpacken, nicht vergessen. Und weiter geht's. Oh, Essen, ne? Ich glaube, Essen hatte ich keins mehr. In der Aufnahmepause vor dieser Folge, naja, eigentlich in den... Naja, davor hatte ich ja keine Aufnahme, also in den Aufnahmevorbereitungen. Da hat mir schon wieder Essen gefehlt gehabt. Und ich dachte, ich müsste nie wieder nach Essen suchen. Was ist denn hier los? Ey, du bist da total dick, Mann! Geschützturm! Genau auf dem... Na, auf dem Beamer wollte ich dich werfen. Schade! Ja, dann halt nicht! Dann kriegen wir dich auch so hin. Ey! Wenn hier jemand was anzündet, dann bin ich das! Der ist ja schon tot, ne? Oder chillt der da? Und wie ich dieses Spiel kenne, ist hier irgendwo ein Medic, der hier gleich wieder alle Leutchen aufhilft. Los, Drohne! Ach, warum kommt die da nicht hin, die Drohne? Manchmal ist es schade. Also hier hätte uns der Chemiewerfer eher weitergeholfen, aber na gut. Meckern auf hohem Niveau. Die Drohne ist nicht in geschlossenen Räumen zu verwenden. Eltern haften für ihre Kinder. Sie ist auch kein Spielzeug. Wegen Sprengstoff und so. Sah aus wie so ein Derringer aus dem Wilden Westen. So eine Strumpfbandkanone. Und diesen komischen, wie hießen die Tänzerin nochmal? Ihr wisst schon. Genau die meinte ich. Oh, man hat ihren Knöchel gesehen. Sie Dirne. Killerroboter aus der Hölle. Geschützturm. Sprengladung. Aber da hinten kann ich so schwer schätzen, wo ich... Ah doch, geht alles wunderbar. Hab nichts gesagt. Eat this! Oh, ich liebe die Drohne. Wir müssen die Drohne weiter voranbringen. Aber wir buffen die ja schon mit unserer Ausrüstung. Das ist schon in Ordnung. Alles nachladen. Jupp. Sitz wackelt, hat Platz. Ach, ich habe nicht mehr genug Muni, oder? Um mein Magazin richtig voll zu machen, kann das sein? Nee, alles cool. Alles cool, Flint ist auch nachgeladen und wir sollten auch langsam mal wieder anfangen mit unserer Tack rumzuballern. Na, ihr wisst schon. Nicht, dass ich irgendwo eine Möglichkeit, Spezialmuni aufzuheben, in Luft auflöst. Das ist eigentlich eine gute Frage, also die ich gerade im Kopf habe, ob Spezialmunition gedroppt wird, wenn unser Spezialgewehr, unsere Spezialisierungswaffe, komplett mit Munition gefüllt ist. Da ist er, der Marsraum. Ich liebe ihn. So cool, oder? Ich muss immer an, weiß ich nicht, an Mass Effect denken. Weiß auch nicht warum. Ja, natürlich. Ich habe dich angeschossen. Da kannst du noch gezielt werfen. Das halte ich für ein Gerücht. Eine Art Drohne. Nee, das ist schon eine Drohne. Eine Art Drohne. Das könnte aber auch eine Waschmaschine sein. Oh, 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 oh. Bitte keine Granaten. Bitte keine Granaten. Wo ist die Drohne? Wo ist die Drohne? Ich sehe nichts. Ich bin total blind. Blind vor Liebe zu diesem Spiel. Ne, 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 ne. Okay, haben wir alles. Sieht gut aus. Dritte Halle erreichen. Mensch, jetzt sind wir bis zu diesem stylischen Marsraum gekommen. Und dann sowas. Das sieht auch so ein bisschen aus wie das Fahrzeug von
von Mass Effect. Ach Mensch. Ja, also ich habe es mir ja schon vorgenommen. Auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht in dieses Playthrough passt, weil ich damit sicherlich keine potenziellen Zuschauer mit begeistern kann. Aber Mass Effect werde ich nochmal komplett spielen. Mit Andromeda sogar. Aber ich weiß noch nicht wann. Mal gucken. Wenn ich keinen Bock mehr auf neuen Kram habe, dann vielleicht. Tatsache, okay. Frage beantwortet, die wir uns vorhin gestellt haben. Spezialmunition droppt, aber man kann sie natürlich dann nicht aufheben. Aber gut zu wissen, das ist ein kleiner Merker hinterher jetzt, dass wir auf jeden Fall unsere Spezialmunition verschießen sollten. Okay, wunderbar. Mensch, meine werten Ödländer, ich glaube, das reicht für heute. In Sachen Tom Clancy's The Division 2, ich schieße jetzt noch ein stylisches Bild hier vor dem Fahrzeug, vor dem Mars-Fahrzeug aus Mass Effect. Ja. Und ansonsten hat es mir wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir einen von einem Virus befallenen Daumen nach oben da. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wiederschauen, reingauen. Euer Leo. Bis dann. Tschüss.